Hallo Zenovia, ich möchte dir mit meiner kompetenten Kraft nun bei deinem schwierigen Rätsel helfen. Mit diesen 6 Gesichtern, die verschiedene Gesichtsausdrücke bzw. Gefühle in sich tragen und die sie mit ihren Sätzen auch noch versuchen zum Ausdruck zu bringen. Deswegen habe ich mir all die Notizen gemacht, die du dir wahrscheinlich auch gemacht hast, und zwar auf recycelbarem Papier und nebeneinander gelegt, so dass ich sie zuordnen konnte. Und dies habe ich auch getan. Bei der Reihenfolge habe ich mich an einer Beschreibung orientiert. Das heißt, zuerst die rechte Seite von links nach rechts, dann die linke Seite von links nach rechts. Zuerst wählte ich die Angst mit dem Käfer. Dann kam der Argwohn mit dem böser Käfer. Als drittes die Wut. Als viertes das Glück mit dem Halbkreis. Als vorletztes die Rundung des Rückgrats. Fingerpo. Und als letztes die Langeweile mit dem langweiligen Strich. Nun zur Erklärung. So, jetzt hören wir uns die alle nochmal ganz kurz an. Das Joruk ist der Ruf der Vollstrecker! Das Joruk ist der Ruf der Vollstrecker! Der Satz, der Joruk ist der Ruf der Vollstrecker, ergibt für mich nicht sehr viel Sinn. Deswegen klingt er ziemlich beschränkt. Außerdem scheint er relativ schnell zu reden. Auch sein Gesichtsausdruck mit aufgerissenen Augen und dem aufgerissenen Mund deutet auf Angst hin. Masken und Runen markieren den Weg! Masken und Runen markieren den Weg! Der Mann in der Mitte, den Zenovia als Ziege mit Hörnern betitelte, ist für mich der Argwohn, da er sagt, Masken und Runen markieren den Weg. Und in der Beschreibung des Argwohns steht, dass für das argwöhnische Auge es keine Fehler gibt, nur falsche Richtungsweisungen. Und deswegen sind alle Wege, die nicht mit Masken und Runen markiert sind, die falschen. Über und unter den feurigen Türmen. Über und unter den feurigen Türmen. Die Frau rechts muss meiner Meinung nach Wut sein, da sie über die feurigen Türme spricht und Feuer etwas Böses und Wütendes ausdrückt. Entdecke die Zeit und die Ewigkeit, alles und nichts. Entdecke die Zeit und die Ewigkeit, alles und nichts. Amen. Der Mann links mit den traurigen Augen und dem offenen Mund muss Glück sein, weil es ist einfach so. Sie verlangen nach Geheimnissen und verborgenen Kräften. Sie verlangen nach Geheimnissen und verborgenen Kräften. Die Frau in der Mitte gehört wahrscheinlich zu dem Rücken mit dem Hüngepo. Da diese Figur des Rückens einem sehr weiblichen Rücken ähnelt und die andere Frau schon mit Wut betitelt werden muss. Mönche, die lang schon tot sind, Glocken läuten. Mönche, die lang schon tot sind, Glocken läuten. Dieser letzte Kopf der 6 drückt die Langeweile aus, da zuallererst sein Gesichtsausdruck nichtssagend langweilig ist und zum anderen sein Satz, wie Zenovia bereits erwähnte, wenig Sinn ergibt. Damit muss er der Langeweile entsprechen. Okay, das ist natürlich alles nur, naja, halb so ernst, wie es vielleicht klingen könnte. ich hoffe, es ist die richtige Reihenfolge. Ich habe keine Ahnung, ich habe nicht nachgeguckt, aber ich glaube, dass ich das gleich noch tun werde, weil dieses Rätsel geht mir jetzt echt auch schon auf den Keks. Ich habe 5-mal drumherum gedacht und sogar zwischendurch bei den Aufnahmen noch was versucht umzustellen, aber dann doch wieder festgestellt, dass meine erste Überlegung die richtige war und es hat mir aber nur um den Verstand gebracht. Und jetzt bin ich froh, dass ich durch bin. Und ich hoffe echt, dass es richtig ist. Wenn nicht, tut es mir echt leid, aber da bin ich nicht kompetent genug, wie ich angenommen hatte. Nein, ich glaube, das ist alles falsch, aber naja, du wirst es herausfinden, nicht wahr?